Wert für die Kunst. Warum zielen die Aktionen auf Kunst? Klimaschutz, 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 Klimaschutz. Klimaschutz, 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 Klimaschutz. Wo muss das sein? Wer bist du denn eigentlich? Wer ich bin? Luft. Die Schale. Die Schale. Die Schale muss her. Die Schale. Die Schale. Die Schale ist völlig schutzlos. Wo muss das sein? Wer bist du denn eigentlich? Wer ich bin? Luft. Wer ich bin? Luft. Wer ich bin? Luft. Mädchen mit dem Perlenohr. Herr Dachau, hier ist der Ruhrpotologe an den Brunnen. Ne? Und ich spreche jetzt hier eben im Interview mit dem Künstler, der dieses Video da über die Klimaschützer da, ne? Die letzte Generation, so ein Videokritisches gemacht hat. Und soll mal ein bisschen erzählen hier über sich. Ne? Ja, ihr könnt das hier vielleicht sehen. Da ist er so leicht nackelig, ne? Und macht da so ein paar Szenen. Ja, könnt ihr nicht so gut sehen. Ne? Da wird er mit Eiern beworfen und Tomaten hier Soße. Ne? Und da will er was zum Ausdruck bringen, was mit Klimaschutz zu tun. Jetzt muss ich mal fragen an den Bruno, wie ist das denn eigentlich? Wieso hast du das überhaupt gemacht? Es sind natürlich bestimmte Bedingungen gewesen, ne? Und da hat sich keiner so richtig bereit erklärt, mal mit Eier sich bewerfen zu lassen. Da habe ich mal ganz klar gesagt, hier mache ich mal eben. Ne? Und das ist natürlich so eine Sache sehr wichtig, weil ich finde, das ist nicht gut, wie da die letzte Generation natürlich mit Kunst umgeht. Ne? Das geht natürlich gar nicht. So, ich finde das auch nicht gut. Ne? Da machst du mal ein Bild oder ein Video und dann kommt da einer und schmeißt da Tomatensaft drauf und sagt, hey, Klimaschutz, ne? Das geht nicht. Das ist ja völliger Quatsch. Ne? Weißt du, außerdem war ich mal so vor 30 Jahren selber, ja, vielleicht kennt ihr noch Robin Wood, ne? Das ist damals so eine rebellische Vereinsgruppe gewesen, die hat sich aus Greenpeace herauskristallisiert. Das waren die Radikalen, da war ich tatsächlich dabei. Und alle Aktionen konnte ich damals nicht mitmachen als Fernentsorger, weil ich bei der Rohkohle gearbeitet habe. Und da war das auch schon mal schwierig, wenn man da auf ein Fabrikgebäude gegangen ist. Da hätte ich ja mit den Ausbildungsgeschichten da ein bisschen Schwierigkeiten gehabt. Aber ich habe unterstützt, wo ich es konnte. Wir haben auch einiges bewegt. Ich war ja Bottropper und da habe ich einiges mitbewegen können. Und ist auch einiges von der Stadt nach und nach halt erfüllt worden. Ne? Das macht mich so ein bisschen stolz, dass damals die kleine siebenköpfige Robin Wood Gruppe so einiges in Bottrop bewegt hat. Und das vermisse ich bei der letzten Generation. Dass also keine richtige Struktur, sondern nur Forderungen gestellt werden, wie dieses 9-Euro-Ticket. Und dafür Kunst kaputt gemacht wird, da auch die Straßen beklebt werden. Das hat keinen Kopf und keinen Hintern, weil da sind ja nicht nur Rettungsfahrzeuge. Es geht ja auch nicht darum, dass jetzt die SUVs zur Schule müssen, um die Kinder dahin zu bringen. Es geht auch nicht darum, wer weiß was noch. Jeden Tag stecken so viele Leute im Stau, weil die Länder vom Bund verlassen wurden wegen Geldern, die gefehlt haben in die Verkehrsstruktur. Ja? Und jetzt kommt dann eben die neue Generation und sagt, wir kleben uns auf dem Asphalt und jetzt müsst ihr trotzdem noch mal im Stau stehen, obwohl schon genügend Baustellen sind, weil wir Angst um unsere Zukunft haben. Ganz ehrlich, die habe ich mit 18 auch gehabt. Ich wäre nicht umsonst in diese Umweltschutzgruppe reingegangen. Ich habe dann entschlossen natürlich auch die ein oder andere Aktion mitgemacht und da ging es auch schon um Treibhauseffekt. Das Club of Rome hat entsprechend 1972 schon gewarnt, wir werden einen Treibhauseffekt bekommen, Klima wird sich verändern etc. Hat damals keiner geglaubt von den Politikern. 1992 war Rio und Rio hat auch nicht viel verändert. Es sind bestimmte Sachen gewesen, wir haben 16 Jahre Merkel gehabt. Was ist passiert? Subventionen wurden abgebaut in Solarenergie, Subventionen wurden in Windenergie abgebaut. Wegen der FDP, die wieder alles blockiert im Staat. Ja? Weil sie meint, man muss liberal sein. Nein, wir müssen wirklich konsequent durchziehen. Und die Grünen müssen diese scheiß Kompromisse machen. Das ist nun mal so. In der Presse kommt das aber anders rüber. Was kann ich der letzten Generation denn sagen mit meinem Video? Wo ist es? Da. Gehe ich hier schon ein bisschen weit weg. Ihr könnt es ja nicht so sehen, weil die Sonne so drauf knallt. Ne? Es geht darum, dass dieses Video zeigt, dass es eben Alternativen gibt. Es geht zwar über 7 Minuten, es gibt Alternativen. Ihr könnt Petitionen schreiben.
Ihr könnt, ja, es gibt change.org, könnt ihr Petitionen schreiben. Jeden Tag könnt ihr neue raushauen. Ihr könnt euch gezielt in den Städten bewegen. Ihr könnt wie bei Robin Hood euch gruppieren. Ihr könnt da Aktionen machen, aber nicht die Straßen einfach so absperren. Ihr könnt das mit den Städten absprechen. Ihr könnt da demonstrieren. Ihr könnt zu den Ämtern gehen. Ihr könnt zu den Ministerien gehen. Ihr könnt davor nicht die Wände beschmieren. Das macht keinen Sinn. Das kostet natürlich auch Geld. Ihr müsst davor demonstrieren. Ihr müsst Plakate aufhalten. Aber nicht die normale Bevölkerung, die sowieso schon genügend wenig Lust hat, im Stau zu stehen, noch mehr aufzubringen. Das bringt euch nur mehr Hass. Ihr könnt euch viel besser bewegen, wenn ihr auch mit Kunst zum Beispiel, eben dieses Video ist ein Kunstvideo, entstanden nur aus dieser Aktion, entsprechend sich bewerfen zu lassen, weil der andere es nicht wollte. Und hab mir gedacht, Mensch, da kannst du eigentlich was drehen. Ich wollte sowieso was in der Richtung machen, weil ich das persönlich auch nicht gut finde. Was hat 300 Jahre alte Kunst, die beschmiert wird, mit Klimaschutz zu tun oder Klimaveränderung und die Angst vor der Zukunft? Nichts, weil der vor 300 Jahren hat überhaupt keine Ahnung, was heute passiert ist. Und die Restauration kostet Unmengen an Geld. Muss nicht sein, es ist totaler Humbug und Quatsch. Also es macht keinen Sinn, sich auf Straßen zu kleben. Es macht keinen Sinn, Kunst zu beschmieren. Und es macht keinen Sinn, kurz bevor Prinz Charles kommt, die Wände auf, am Rathaus von Hamburg zu beschmieren. Das ist alles Schwachsinn. Vor allen Dingen, es wird auch relativ schnell wieder vergessen werden, außer, dass die Köpfe sagen, letzte Generation, nee. Ich war gestern in der letzten Szene, letzten Tag war ich in der linken Szene unterwegs, ne, in Dortmund, in der Nordstadt, und tatsächlich waren da die gleichen Meinungen, wie ich das so habe. Man hat mit der letzten Generation eigentlich nicht so den Kopf. Und ich finde das schade. Ich finde das echt schade. Und die können wirklich mehr organisiert tun als philosophieren und 9-Euro-Ticket und so. 49 ist auch schon mal gut. Das muss ja alles bezahlt werden, Leute. Und wir wissen auch noch nicht, ob der öffentliche Nahverkehr dadurch besser wird. Ja, und das ist viel, viel wichtiger, darüber zu sprechen. Und ja, auch in Talkshows zu sein, okay, aber bei Aktionen mit Ankleben, das macht keinen Sinn, ihr kriegt nur mehr Hass. Dieses Video soll einfach zeigen, dass es anders geht, dass man andere Aufmerksamkeit bekommt. Und deswegen, wenn ihr das jetzt auch durch die Spiegelung der Sonne nicht so hinkriegt, das ist das, was ich eigentlich dir als Ruhrpottologe erzählen will, dass ich das selbst als Ruhrpottologe genauso sehe. Ein bisschen mehr Aktionismus, aber auf eine andere Art und Weise Aufmerksamkeit zu erregen. So, jetzt habe ich genug gequatscht, ne? Hast du noch irgendeine Frage? Oh, nee, du hast ja jetzt auch viel gelabert. Also ganz ehrlich, was soll ich da noch sagen? Was soll ich jetzt fragen? Lass jucken, Kumpel, ne? Ich würde sagen, das Video muss mal irgendwo raus noch, ne? Wir müssen noch die rechtlichen Dinge prüfen. Das ist ja jetzt hier nur auf der Kunstausstellung gewesen. Und dann sagst du mir, wie das so war, ne? Also ich denke schon, das wird seine Runden drehen. Hoffe ich zumindest, ne? Ja. Warten wir mal ab, ne? Ja, auf jeden Fall fände ich das auch besser, wenn da die letzte Generation ein bisschen drüber nachdenkt, ne? Was sie da so verzapfen, ne? Okay. Ja, ich danke dir fürs Interview. Dann sage ich mal Glück auf, ne? Und bis zum nächsten Mal, ne? Und euch auch. Glück auf, ne? Und ich freue mich, wenn ihr nächstes Jahr wieder hier bei der Schaubütchen-Aktion sein dürft. Da kommt auch wieder was. Apropos, der Ruhrpottologe macht im Juli eine neue Ausstellung. Die nennt sich Flaschengefühle. Mehr sage ich aber nicht, das ist eine Überraschung. Ist gefördert von der Stadt tatsächlich. Denn hier gibt es so ein Westend-Projekt. Schalhausen, Jahrhunderthalle etc. Westpark. Und da geht es um Müll. Mehr verrate ich nicht. Seid am 1. Juli dabei und kommt und guckt, was hier passiert. Und ich hoffe, dass mit dieser Aktion eben eine bessere Aufmerksamkeit funktionieren wird, als das sich auf Straßen anzukleben. Ja, ich finde das besser, wenn die letzte Generation mal Müll sammeln gehen würde. Ne? Ihr wisst, was ich meine. Okay, in dem Sinne wünsche ich euch was und Glück auf und bis zum nächsten Mal. Auch dir, Anne Brune, ich wünsche dir viel Glück. Ne? Hau rein. Bis demnächst.